Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 29. Mai. Der Geist des Herrn wird über dich geraten, da wirst du ein anderer Mann werden. 1. Samuel 10, Vers 6. Es war ein großartiger junger Mann, dem dies Wort gesagt wurde. Wer einen Sohn hat, der kann nur wünschen, dass der sei wie dieser Saul. So stattlich, so treu und fleißig, so bescheiden und aufrichtig. Und doch, das alles genügt nicht vor Gott. Mit all unseren Vorzügen bleiben wir vor ihm verlorene Sünder. Ja, wirklich, verlorene Sünder. Nun also will Gott das Größte an diesen jungen Mann tun. Wörtlich übersetzt aus dem hebräischen Grundtext heißt unsere Stelle: Der Heilige Geist wird auf dich einspringen, auf dich eindringen, da wirst du in einen anderen Mann verwandelt werden. Wir spüren diesen Worten an, dass es sich um unerhörte Wirklichkeiten, ja fast um etwas Gewalttätiges handelt. Um was handelt es sich, wenn der Geist Gottes in uns eindringt? Ich besuchte in einem Krankenhaus Gesichtsverletzte. Es war unheimlich, wie den Männern ein neues Gesicht modelliert wurde. Und ich habe mir sagen lassen, dass schlaue Verbrecher sich ihre Fingerspitzen mit einer anderen Haut überziehen lassen, um andere Fingerabdrücke zu bekommen. Da ging mir auf, man kann große Veränderungen an einem Menschen vornehmen, aber sein Ich bleibt doch immer dasselbe. Ja, unser Ich bleibt unwandelbar dasselbe, auch im Sterben, bis zur Auferstehung der Toten und bis zum Gericht Gottes. Auf dieses Ich hat Gott es abgesehen. Dies unser Ich ist ihm ein Gräuel. Darum will er es umwandeln durch seinen Geist. Herr, brich du allen Widerstand in uns und zeichne das Bild deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, in unsere Herzen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.